Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Pack Opening und zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder das Abendvideo. Es ist Donnerstag, das heißt, gestern kamen die Mittelfeldspieler raus. Team of the Year Hype ist immer noch real und das neue Team der Woche ist draußen. Und deswegen machen wir als allererstes heute was komplett anderes, denn wir haben ein Team der Woche Tauschbar Squad Building Set, was wir jetzt gleich einlösen werden. Hier seht ihr, was wir ungefähr benutzt haben. Ich habe knapp 30.000 Münzen bezahlt, da eben Castro ich schon im Verein hatte, schon andere Spieler auch noch. Deswegen senden wir das ganze Ding ab und es ist jetzt fast 19 Uhr und ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Im Hintergrund blende ich euch jetzt gleich nochmal die drei Mittelfeldspieler ein. Die sehen unglaublich heftig aus. Modric hat eine 96. Absoluter Hammer. Also da bin ich echt gespannt. Und was ist im neuen Team der Woche drin? Zum Beispiel der 91er Higuain, der 88er Eriksen. Die beiden sind natürlich extrem geil. Wenn wir einen davon ziehen würden, wäre es nicht schlecht. Was ist sonst so noch los? Was werden wir noch machen? Wir werden natürlich wieder FIFA Points rauskloppen und dann habe ich hier noch ein paar seltene 82er Spieler Plus Sets. Ich habe noch andere Sets, die ich einfach so mal freigeschalten habe. Wir haben noch zwei Gold Sets, die habe ich irgendwann mal gehabt. Aber ist okay und deswegen sind wir da mal gespannt. Aber Team der Woche Spieler kommt auf jeden Fall jetzt als allererstes. Holy shit. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns natürlich sicher gehen, dass wirklich schon den Inform da ist. Und wir gucken einfach mal zum Beispiel, wer ist denn zum Beispiel drin? Wenn mich nicht alles täuscht, ist Tonelli drin. Der Innenverteidiger, müssen wir mal schauen, ob der vielleicht wirklich schon drin ist. Hier, 83er Bewertung. Die sind drin, das heißt, wir dürfen ein Team der Woche Set ziehen. Das werden wir jetzt direkt machen und ich bin gespannt, wen wir drin haben werden. Holy shit, und dann geht's ganz normal mit dem Pack Opening weiter. Wenn euch das Video jetzt schon mal gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Immer meine Instagram- und Twitter-Nachrichten abchecken. Also, nicht vergessen. Und natürlich, Hashtag Superschreib schon mal in die Kommentare. Rein geht's, Team der Woche Spieler. Garantiert ein TDW-Spieler, der Tauschball ist. Ich bin gespannt, was wir drin haben werden. Holy shit. Holy shit, lass es was Gutes sein. Rechter Außenverteidiger. Und das ist Pizzini. Eine nette Gesamtbewertung. Na gut, ist jetzt nicht das Wahre vom Ei. Mal gucken, wie viel da jetzt noch wert ist, weil es werden natürlich jetzt zum Anfang relativ viele den draufstellen, aber wie ihr seht, da geht schon mal für 20.000 Münzen weg. Holy shit! Oh mein Gott, okay, das ist auf jeden Fall nicht das, was wir haben wollen. Vielleicht machen wir am Ende des Videos nochmal so ein Pack auf, mal schauen. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit den ganz normalen Sets. Im Übrigen, ich schaue wieder nebenbei FGUs Livestream an. Hier haben wir Philipp Lahm zum Beispiel, den sie gerade als Walkout gezogen haben. Wir haben Alcacer drin, auch nicht ganz so schlecht. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Speichern wir alles im Verein. Des Weiteren noch eine Team-Fitness-Karte. Wie gesagt, behaltet die wirklich noch. Die werden auf jeden Fall am Wochenende, denke ich mal, steigen zur Weekend League. Komm schon, ist das ein Walkout? Leider nicht, das ist ein seltener Spieler. Erstes 7,5K-Pack, erstes seltener Spieler, den wir haben. Und das ist ein Grieche. Fett Vazilis, 77er Gesamtbewertung ist nicht das, was wir gerne sehen wollen in den Packs. Aber wir haben noch einiges heute vor uns und ich bin gespannt, was wir drin haben werden. Dazu noch Catalyst, nicht schlecht. Hey, wir machen weiter mit einem Jumbo Premium Gold Set und das ist ein 15k Set und wir haben wenigstens drei seltene Spieler drin. Und das wird wahrscheinlich Shaqiri werden, so ist es auch und der ist wirklich nicht ganz so schlecht. Shaqiri, 82er Gesamtrating, ein richtig guter, bulliger Außenspieler. Dazu haben wir noch Lemina, auch nicht schlecht, ein Spieler aus Gabun. Gucken wir mal, was der noch wert ist. Leider nicht mehr ganz so viel, aber die werden natürlich alle im Verein speichern, so wie ihr es von mir kennt. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 82 Plus Spieler Sets. Ich bin gespannt, was wir drin haben werden. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier relativ gute Spieler zu ziehen und vielleicht auch einen Team of the Year, wer weiß es schon. Hier ziehen wir Julius Caesar, auch nicht schlecht, 83er Gesamtbewertung nehme ich sehr, sehr gerne mit. Liegt einfach daran, dass die ganzen Spieler, die sind sowieso untradable und die könnte man natürlich auch für die Challenge benutzen, quasi für die TDW-Sets. Weiter geht's dann mit dem nächsten. Und es ist noch kein Walkout. Es ist noch kein Walkout. Es ist auch noch keine Sternschnuppe, die hier über 84 anzeigt. Aber es ist Joao Mario, der nächste 83er. Sehr, sehr nice. Sage ich nicht nein, auf jeden Fall. Weil diese Packs kann man sehr, sehr leicht freischalten. Es liegt einfach daran, dass man wirklich nicht so viel dazu braucht. Aber wir haben eben noch 5 übrig. Mal gucken, was Harry Kane uns bringt. Er bringt uns leider kein Walkout, bringt uns eine große Sternschnuppe leider auch nicht. Hier bringt uns ein Torhüter und zwar ist das
Spotielli, der erste 82er. Also im dritten Pack sieht das nicht ganz so gut aus. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir davon noch viel, viel mehr öffnen, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir gucken einfach mal, was wir vielleicht drin haben werden. Vielleicht haben wir doch ein Stück weit Glück. Hier ziehen wir von Paris Saint-Germain Motta. Auch ein 82er Gesamtrating. Auch nicht das, was wir unbedingt sehen wollen. Wir haben, glaube ich, jetzt noch drei übrig. Wir haben immer noch die Möglichkeit, hier wirklich einen Workout oder sonst was zu ziehen. Oder sogar, große Sternschnuppe. Torhüter, das ist Sommer. 84 Gesamtbewertung. Ist okay, das können wir sehr, sehr gerne mitnehmen. Nehmen wir auch gerne mit. Sag mal so, fügt man den Verein hinzu. Zwei Packs sind noch übrig und danach geht es dann mit den richtigen Packs los. Mal gucken, das ist glaube ich kein Workout. Da war der Ladebalken viel zu langsam. Und hier ziehen wir von Galatasaray Istanbul Snyder, den nächsten 83er. Also die Packs sind nicht schlecht, weil man einfach wirklich sich sicher sein kann, man hat mindestens einen 82 gerateten Spieler drin. Letztes Pack, Nose Pack. Es wird wieder kein Workout. Vielleicht nochmal eine große Sternschnuppe, leider nicht. Also, das wird wahrscheinlich, ja gut, Gegenjagd werden. 82er Gesamtbewertung ist okay, aber ist auch nicht das Wahre. Also die 7 Packs waren jetzt ganz okay, aber irgendwie auch nicht. Deswegen, was wollen wir machen? Richtig, wir starten rein in die ganzen Sets, die wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall ein 50k-Set, was wir ziehen könnten. Und wir ziehen auch eins. Danach machen wir mit den 300ern weiter. Aber es wird kein Workout, wird es wenigstens kein Wunder. Deswegen ziehen wir keinen Spieler oder keine 50k-Packs. 83er Gesamtbewertung, Brahimi ist hier unser bester Mann. Vielleicht haben wir noch mehrere 83er drin. Mal gucken, Mertesacker haben wir noch drin. Morata sieht okay aus. Florenzi haben wir noch, die werden wir auf jeden Fall alle der Transferliste hinzufügen, damit wir noch mehr 82-Plus-Spieler eben freischalten können. Und jetzt machen wir ganz normal weiter mit den 300 FIFA-Points-Sets. Und ich bin gespannt, was wir drin haben werden. Wir haben ja in dem letzten Pack-Opening Ribéry, Thiago Silva und Company gezogen. Hier ziehen wir Bojan Krilkic. Der ist auf jeden Fall nicht das, was wir sehen wollen. Komm schon, nächstes Pack. Wieder kein Workout, leider, leider. Auch keine große Sternschnuppe. Zwei seltene Spieler, linkes Mittelfeld von Atletico Madrid. Und das ist Carrasco, 82er Gesamtbewertung. Komm schon, ein bisschen Packluck brauchen wir heute wieder. Komm, wieder nicht. Der Rossi, 83er Gesamtbewertung, nehme ich gerne mit. Für die Squad Builder Challenge natürlich sehr, sehr nice. Konzentration. Vielleicht war einer über 84, das ist doch nicht wahr. Komm schon, einmal Glück haben heute. Einmal Glück haben. Ein Walkout wäre so, so wichtig. Hier ziehen wir nur Menes. Okay, weiter geht's. Nächstes Jumbo Premium Gold Set, was uns hier erscheinen wird. Wir haben drei seltene Spieler drin, aber das sieht trotzdem nicht gut aus. Und zwar ist das Julio César. Wieder ein 83er Gesamtbewertung. Oh mein Gott. Und Roberto Firmino. Okay, das ist ganz in Ordnung. Roberto Firmino ist auf jeden Fall ein relativ geiler Spieler, aber wir haben noch keinen über 84 gezogen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mal ein Workout, irgendwas, vielleicht mal über 84, yeah. Vielleicht irgendwie sowas. Jetzt sehen wir die nächsten Liverpooler, und zwar Matip. Auch eine 82er Gesamtbewertung. Mann. Du hängst hier rum, du hoffst auf keine Packs, und dann liefert EA so einen Stuss ab. Komm schon, EA, komm schon. Es wird wieder kein Workout. Das ist unfassbar, was wir heute für einen Packluck haben. Nämlich gefühlt gar keins. Jetzt ziehen wir Pogba. Oh Mann, wir haben noch zwei Sets übrig. Und guckt es euch an, was uns EA liefert. Wendell. Wenigstens eine große Sternschnuppe. Ja gut, Nzonzi hier. 82 Gesamtrating, bester Mann. Ich denke, wir sollten eher nochmal so ein TDW-Set hier uns hier aneignen, beziehungsweise uns mal holen. Weil den Rest, den können wir wirklich glatt vergessen. Und vielleicht haben wir ja Glück und wir ziehen noch jemanden, der nicht ganz so wenig wert ist. Wir ziehen jetzt erstmal unser letztes Pack für 150 FIFA-Points. Premium-Gold-Set wieder natürlich, was soll es sein, außer Non-Rare. Und dann sehen wir uns direkt gleich wieder. Okay, Jungs, leider war das mit dem Packluck heute überhaupt nichts. Aber wir haben nochmal Hoffnung geschöpft. Denn das TDW-Tauschmal-Set haben wir jetzt noch einmal freigeschalten. Ihr seht's, wir haben fast alle Spieler gezogen gehabt, bis auf Bentaleb und auf Ramsey und Xhaka. Sonst war alles in den Packs, vieles war auch untradable, deswegen setzen wir das ganze Ding ab und haben vielleicht nochmal Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch einen geilen Inform ziehen werden. Ne? So ein Higuain, so ein 91er wäre auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Wenn nicht, dann müssen wir sagen, das Team des Jahres, das war auf jeden Fall bei den Mittelfeldspielern nicht unser bestes Pack-Opening. Definitiv nicht. Deswegen Team der Woche Spieler, es wird kein Workout, es wird schon mal nicht Gonzalo Higuain werden, es wird...
wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Was soll das hier, ey? Holy shit. Okay, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Hashtag super schnell unten in die Kommentare. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben, euer Chris. Und ciao.